Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute mit einem Vlog. Ja, genau. Ihr begleitet mich dieses Hammerwochenende nach Kitzbühel. Und was ich alles erleben werde dieses Wochenende, das seht ihr in diesem Video. Leute, jetzt bin ich in Kitzbühel angekommen, hier im Kitzhof. Und ich zeige euch natürlich als allererstes das Zimmer, solange es noch schön aufgeräumt ist. Und was total toll ist, es gibt für Sammy, hallo, für Sammy eine eigene kleine Station. Ne? Da ist sogar eine Decke und ein Wassernapf und da waren auch zwei Leckerlis drin, aber Sammy hat die schon aufgegessen. Und wir konnten sie euch nicht mehr zeigen. Aber egal, hier geht's zum Bad. Und dann schauen wir doch auch mal nach draußen. Weil die Sonne scheint, es ist super warm, aber im Zimmer muss ich sagen, ist es ganz okay. Okay, also der Balkon ist definitiv für diese Uhrzeit zu warm. Den schauen wir uns heute Abend nochmal an. Sogar mit einer persönlichen Begrüßung vom Direktor. Leckerlis, eine Flasche Wein. Ja, also so kommt man doch gerne schon mal an in Kitzbühel. Ich gucke mir jetzt gleich noch mal ein bisschen um und danach geht es dann zum Golfen und ihr seid natürlich mit dabei. Bis später! Ja, jetzt ist etwas später, aber Mittagspause wird trotzdem noch genossen. Haben wir gerade einen leckeren Steak Toast bestellt und den gibt es hier auf der Terrasse. Ja, und in der Zwischenzeit, auf dem ich warte, dass das Essen komme, bin ich natürlich bei euch und beantworte alle Postings und bereite natürlich auch schon den Blogpost vor für das tolle Wochenende, wie ihr sehen könnt. So Leute, wir sind jetzt am Golfclub Kössen angekommen und gleich geht es hier los mit einer kleinen Trainerstunde und ich hoffe, dass ich mich nicht ganz so dumm anstelle. So viel zeige ich euch natürlich nicht hier. Vielleicht gibt es ein paar Bilder geben, weil Sabine hinter mir, ihr seht sie jetzt, hier ist sie, macht ein paar Bilder und vielleicht werde ich die auch zeigen, aber natürlich nur die guten Bilder von mir. So, guten Morgen zusammen, Tag Nummer 2 und auf dem Weg zum Frühstücken und natürlich zeige ich euch auch, was es hier Leckeres alles gibt. Also ihr seht, das Frühstücksbuffet geht noch viel, viel weiter. Aber ich zeige es natürlich nicht nur, sondern ich muss jetzt erstmal frühstücken, damit ich nachher fit bin für die tolle Überraschung mit Audi. Und ihr seid natürlich mit dabei, wenn uns Audi nachher abholt. Mehr verrate ich aber noch nicht, weil das seht ihr ja gleich. Da sitzen wir ganz entspannt beim Frühstücken und nebenan ist schon ein mega Workshop. Also kostenloses Entertainment beim Frühstück inklusive. Wie ihr es unschwer erkennen könnt, ich bin angekommen. Hier oben seht ihr Treffpunkt Audi. Wir fahren jetzt dann gleich die Streif hoch und oben auf der Alm gibt es ein ganz cooles Picknick. Ich bin schon sehr gespannt und natürlich auch, wer uns fahren wird und wie ich oben heil ankomme. Ich hoffe, mir wird nicht schlecht. So, jetzt geht es zu den Autos. Ich sehe doch ein A4 nur. Schade. Ich dachte, es ist ein Q7. Bin mal sehr gespannt. Aber rauffahren selber? Keine Ahnung. Ich hoffe, jemand fährt für mich. Bin es eigentlich gewohnt, dass man geschattelt wird. So Leute, das ist unser Wagen. Gerade eben hatten wir das Briefing für die Fahrer. Wobei, ihr seht, Sabine richtet sich schon mal ein zum Fahren. Also alias Alpini. War nett mit euch. Ob ich selber fahren werde, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht so der Autofahrer. Ich bin dann lieber gern der, der gefahren wird. Aber es gibt wohl oben auf der Streif einen Fahrerwechsel. Ob wir das machen, wissen wir noch nicht. Also, bis später. So, die Position haben wir eingenommen. Alle vor uns und hinter uns sind, glaube ich, auch ein paar. Und jetzt geht's los. We'll be right back.
so bei strahlendem Sonnenschein jetzt einen Zwischenstopp hier. Ihr seht, wir sind eine richtig große Truppe hier. Ein kleines Päuschen und dann geht's gleich wieder weiter. Jetzt hier oben angekommen, ihr seht hier die Touri-Absteige. Aber bei uns geht es ganz nach oben zu Audi. Und da gibt es so ein cooles Laufband. Wow! Das massiert voll die Fußsohlen. Also ich glaube, wir machen mal schnell vorspulen. Schon das erste Accessoire hier. Das ist Seppi von der Alm. Ein schicken Almhut von Audi. Sind unsere Taschen schon da? Ja, die stehen. Ah, die ergeben. Yes! Ja, eben vom Schnellzeichner gezeichnet worden. Und wenn ihr das Bild sehen wollt, das fertige, dann schaut auch bei Facebook bei meinem Profil vorbei. Das verlinke ich euch natürlich unten im Video. So, macht doch mal anstehen beim Buffet. Richtig schön Spaß. Mit meinem Tiroler Hut und meinem Lebkuchenherzen geht's jetzt wieder ins Tal. Ich verabschiede mich heute schon mal davon und wir sehen uns morgen noch kurz zum Resümee von dem Wochenende in Kitzbühel und sage für den heutigen Tag schon mal Tschüss mit den schönen Bildern hier von oben aus der Gondel. Ein spektakuläres Wochenende in Kitzbühel ist zu Ende. Viel erlebt, also ja, am Freitag angekommen hier im Kitzhof und dann zum Golfen. Und am Samstag ging es ja rauf auf den Hahnkampf, auf die Streif. Sehr spektakulär auch mit den Siegern zu sprechen, war sehr, sehr, sehr interessant, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu sehen, aber auch zu sehen, wo normalerweise so der Wintersport stattfindet. Und ich war auch total überrascht, wie viel im Sommer da los ist. Also es war wirklich gut besucht, viele Möglichkeiten auch im Sommer was zu machen. Sehr, sehr schön. Ja, am Abend ganz entspannt noch essen gewesen, beim Italiener um die Ecke. Und hier verabschiede ich mich jetzt auch aus meinem Wochenende in Kitzbühel. Und wir sind jetzt gerade im Kitzhof und alles, was ich erlebt habe, schreibe ich euch unten in die Infobox hinein. Da könnt ihr alles verlinkt, könnt ihr auch nachgucken und selbst mal vorbeischauen. Und gerade hier auch im Kitzhof, total leckeres Essen, die Zimmer sind schön, gute zentrale Anbindung, Tiefgarage. Also alles so Punkte, die mir immer ganz wichtig sind, wenn ich irgendwo hinfahre. Und natürlich auch hundefreundlich, ihr wisst, Sammy ist mit dabei. Habt ihr ja auch gesehen mit dem Doggy-Package und... ja, ich verabschiede mich. Wie immer wisst ihr, wenn ihr das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder noch besser einfach hier draufklicken und abonnieren. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe und bis dahin, ich fahre jetzt nach München. Ciao.